Dreiseiltechnik. Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Heute bin ich hier mal bei einem Tag in unserer Schule hier im GGR. Ich weiß, ihr seht noch nicht so besonders viel, deswegen ja, funktioniert die Hälfte der Lampen mal wieder nicht. Herrlich. Wir waren noch gerade um Maßnahmen und da haben sie wohl nicht alle wieder. So, das Licht richtig. Ah, so, jetzt aber. Schönen guten Morgen, es ist 7:30 hier bei uns in der Schule. Wir haben heute hier eine Veranstaltung und ich bin einen ganzen Tag an der Schule. Das heißt, heute Tage mal ein Tagebuch A Day at HLS. Was machen wir hier? Ein bisschen Technik. Hier sind verschiedene Acts heute Abend und dazu muss noch ein bisschen umgebaut werden hier drin. Beispielsweise müssen die Stühle hinter mir weg. Hier mein Pult muss ein bisschen verschoben werden. Und der Kram auf der Bühne muss auch noch alles verkabelt werden. Also ein sehr interessanter Zeitplan und ihr seid dabei. Erste Lektion heute, es gibt immer wieder Lehrer, die sich irgendwas klauen. Diese Bühnenpodeste, die da hinter den Notenpulten stehen, die bräuchten wir eigentlich da hinten in der Mitte, damit wir da unsere Technik draufstellen können und das Ganze ein bisschen erhöhen mit den Ständern dazu, mit den Stützen, die da unten liegen. Manchmal anschlagen das Lehrer auch mal für sich und dann muss man darauf Rücksicht nehmen. Das heißt, wir bleiben auf dem Boden der Tatsachen, zumindest als Technik. Trotzdem müssen diese ganzen Stühle weg. So, da bin ich wieder. Ich habe mich hier schon mal so ein bisschen häuslich eingerichtet, mein Kollege mit dem Licht kommt noch, deswegen ist da noch ein zweiter Tisch. Die Stühle stehen immer noch, aber freundlicherweise hat sich unser Hausmeister bereit erklärt, diese gleich abzubauen im Laufe des Tages. Jetzt muss ich nur das Piano irgendwie verkabeln. Und wir sind ja digital, also so halb in der Schule. Ich habe einmal ein Analog-Mischpult, ich arbeite damit einfach am liebsten, und einmal was Digitales. Das steht aber nicht hier, sondern etwas weiter entfernt, bla 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 bla. Oh, hier liegt noch ein Kabel, das sollte vielleicht auch nochmal weg. Sondern steht hier. Ich finde das sogar gar nicht mal so schlecht, dass das so ein bisschen interessanter aussieht. Damit ihr mal seht, wie gut das hingestellt wurde. Das Kabel reicht genau vom Piano bis hier. Und da muss es hin. So, dann wollen wir mal nach gefühlten 1000 Adapterverbindungen mal gucken, ob das Ganze noch funktioniert. Weil ich musste in der Tat etwas tricksen. Hier ist nur Bewegung drin, ist sonst alles gut. Das ist ja, so ein bisschen Aufbau. Wir haben gerade sogenannte Projekttage. Das heißt, eigentlich ist die ganze Schule weg, aber irgendwie ist sie um 8:30 immer noch da. Naja. So. Oh mein Gott, es funktioniert. Ja, ich bin hier gerade beim Soundcheck, denn ansonsten bin ich sogar schon durch. Hier steht alles, es ist alles angeschlossen, was angeschlossen sein muss. Auch auf der Bühne. Drumset nehmen wir hier bei dieser Größe des Raums nicht ab. Ja, jetzt warte ich nur noch darauf, dass A, die Stühle wegkommen. Na, und B, endlich mal der Mann mit dem Licht kommt. Den lernt ihr auch noch kennen, hoffe ich. Und jetzt kann ich noch ein bisschen Musik hören. Glücklicherweise habe ich mir eine Playlist mit 200 Liedern runtergeladen. Das sollte für 10 Stunden Musik reichen. Genau so ist es. Ja, hier bin ich wieder. Es hat sich was getan seit dem letzten Mal. Da ist so ein komischer zweiter Typ, der baut so irgendwas auf. Ich habe keine Ahnung, was das ist, aber es sieht gut aus. Und es ist einfach noch wahnsinnig viel Chaos.
Ich kann euch ja mal zeigen. Das muss alles noch verbaut werden. Viel Spaß. Nachtschicht. Yippie, es gibt Fortschritte. Wenn auch nicht besonders große, aber es gibt sie. Nicht besonders groß, aber es gibt sie. 25% der Stühle von da sind schon mal weg. Die Verkabelung ist so einigermaßen, ich sag jetzt mal, akzeptabel. Wenn auch nicht hundertprozentig. Also, man müsste es nochmal abkleben, aber das kommt noch irgendwann später. Die Bühne ist um ein bisschen geschrumpft um ein kleines Schmuckstück. Aber nur ganz klein. Und es kommt noch so einiges dazu. Ich freue mich schon. Yippie. Kenn ich. Das Auspacken hat begonnen. Die Stühle sind alle weg. Da ist der Haufen. Da ist die Garderobe. Wir sind soweit auch fertig. Das Licht hat ihren Posten bezogen. Sie wollten höher sitzen. Tun sie jetzt auch. Ich bleib etwas weiter unten. Und jetzt wird die Deko ausgepackt. Und das ganze Licht muss auch noch programmiert werden. Fast alles fertig. Es wird schon dekoriert. Die Bühne ist fast fertig. Abgesehen davon, dass uns eben noch ein Leuchtmittel kaputt gegangen ist. Wir suchen gerade Neues. Die zweite Nebelmaschine müssen wir auch noch mal gucken. Und die blubbert vor sich hin. Das kann ja was werden. Wir haben also, es ist, wir haben den Knopf für die Nebelmaschine gefunden, sagen wir so. Vielleicht bekommen wir heute Abend noch ungebetenen Besuch, wer weiß. Man muss mal gucken, aber also an und für sich sieht das ja gar nicht mehr so schlecht aus, ne? Mann, oh Mann, oh Mann. Ich weiß nicht, ob das ein so gutes Werbevideo ist. Der Patermann, der bringt mich noch um, ne? Mann, oh Mann. Ach. Ja, ich sitze hier. Eigentlich ist alles fertig. Hallo, ich bin noch nicht fertig. Sie ist noch nicht fertig. Sie ist gerade dabei, sich Wasser über die Haare zu gießen und dann mit so einem heißen Ding darüber zu gehen. Ja, ich habe kein Haarspray. Sie hat kein Haarspray. Schaum. Oder Schaum. Ja, und ich darf jetzt, obwohl das eigentlich überhaupt gar nicht meine Baustelle ist, einmal Licht programmieren. Ich kann's, aber... Scheiße. Scheiße, richtig. Mir wurde gesagt, ja, mach mal. Und ich so, okay, auf eigener Verantwortung. Willst du eigentlich auch was essen? Ja, ich gehe auch was essen. Gehst du auch wieder holen? Ja, es ist mittlerweile 2:30 und wir haben eigentlich immer noch nichts gegessen. Und das muss langsam mal geschehen. Ja, das ist wichtig. Das ist ganz wichtig. Ganz, ganz wichtig. Und darum... Mache ich mal schnell die Programmierung fertig, umso schneller kommen wir hier raus. Also irgendwie sieht das noch nicht so aus. So, es ist noch wesentlich später. Wir haben es jetzt 4:15. Hinter mir bauen sich die ersten Acts auf. Ich bin fertig, die ersten Proben sind sogar schon durch. Glück gehabt für mich. Jetzt kommen die ersten Sonderwünsche, dieses Mikro noch, das Mikro noch. Ach, mach das doch nochmal. Und das Mikro muss fliegen. Und das Mikro muss fliegen, auch das kommt noch mit dazu. Also, der absolut komplett normale Wahnsinn. So, es wird immer voller, es wird immer carburosiöser. Gerne. Kleine Marschverpflegung. Seit heute Morgen nichts mehr gegessen um 10 nach 10. Hallo! Ist es eine GoPro? Ja. Willst du es aufhören? Ja, bin ich auch schon dabei. Leo? Man muss alles gleichzeitig machen. Man kann nicht nur essen. Nein, man muss auch noch 10 verschiedene Knöpfe drücken. Auch das kommt noch mit dazu. Und jetzt? Der Typ richtet gerade Strahler aus. Klappt aber nicht. Naja. Essen. Oh. Huiuiui, seit dem letzten Mal hat sich so einiges getan.
Da sitzen so komische Typen auf der Bühne, ich habe keine Ahnung, was sie machen. Die machen irgendeinen Krach, ich habe keine Ahnung. Da stehen so ganz viele Leute rum, ich habe keine Ahnung. Der 12. Jahrgang ist da, der 11. Jahrgang. Da läuft ein komischer Typ rum, ich habe keine Ahnung, was das hier wird. Aber es wird verrückt, sage ich euch. Es wird auf jeden Fall verrückt. Und laut. Und komisch mit den schrägen Vögeln da hinter mir. Der Einlass steht kurz bevor, ist eigentlich direkt. Es läuft nette Musik. Hier sind die Veranstalter übrigens. Genau. Gucken wir mal, wie der Abend verläuft, ne? Es ist kurz vor 6. In wenigen Minuten beginnt das Ganze. Eigentlich sind schon alle da. Der Raum hat sich recht gut gefüllt, wenn auch an dem Rand. Aber immerhin. Los geht's. Momentan läuft es noch ganz gut, aber mal gucken, wie später wird, ne? Mal gucken. Bisher tanzt die Masse noch. Später wird es vielleicht noch mehr. Wir sind jetzt an dem Punkt in der Veranstaltung angekommen, wo alle durchdrehen bei Walzer. Siehe da. Du stehst im Bild. So romantisch. Will irgendwer mit mir tanzen? Ist ja schließlich ein Schneeball, ne? Man muss ja auch Walzer tanzen. Auch wenn moderne Musik durchaus auch angebracht wäre, aber muss ja nicht, ne? Ich kann das nicht. Ein Höhepunkt jagt den nächsten. Da steht schon wieder so ein Typ auf der Bühne. Und singt und spielt Gitarre sogar ganz blasser, ganz gut. Und ich muss immer noch arbeiten. Viertel nach 8. Sogar noch bis 9. Plus Abbau. Aber man hat sich ausgesucht, Veranstaltungstechniker zu werden, ne? So, Party vor. Ich hoffe, man hört mich noch so ein bisschen zumindest. Sieht gar nicht mal so schlecht aus mit dem ganzen Nebel, auch wenn wir vielleicht ein bisschen übertrieben haben, aber reicht. Das sieht echt gut aus hier. Dass ich das nicht tanzen kann, das will ich besser hin. Ich kann das nicht tanzen. Vater! Ja. Auch im Vlog muss sowas drin sein. Was soll man da noch hinzufügen? Totale Chaos. Es ist 10 vor 9 und demnächst beginnt der Abbau. Ich bin mal gespannt, wie schnell wir das hinbekommen. Irgendwann dreht man durch mit der Zeit, aber ich glaube, das ist normal. Wir sind jetzt gerade beim letzten Lied angekommen. Der Raum wird immer nebliger und nebliger. Ich glaube, wir haben mehr Nebel als normale Luft hier drin, aber okay. Letztes Lied und dann geht's noch ins Abbau. Weil morgen ist ja schon wieder eine andere Veranstaltung drin. So das ganze Licht nicht gebraucht wird. Obwohl, für morgen, wenn das Licht so lasst, kann das auch geil werden. So, das ist nämlich eine Konferenz so eine Art, Berufsberatung.
Und wenn dann das dann so angeht, genial. It's a prank. So, Ende. Jetzt Dann ist auf, dem heftigen Ole-Wienicke-Kanal. Richtig. Geil. Also, war echt anständig, muss man sagen. Ich dachte, es wird scheiße, es wurde richtig geil. Ole hat seinen Job natürlich perfekt gemacht mit dem Licht, ne? Beide Oles natürlich. Aber Ole-Wienicke hat natürlich mehr gemacht als Ole Patermann, ist natürlich klar. Kann man einfach nicht anders sagen. Also, Fazit, war richtig geil. Ja, und genauso geil ist es, wie der Raum aussieht mit Deckenbeleuchtung. Das ist sehr neblig hier drin. Was denn? Ich hab das Gefühl, hier war eine Nebelmaschine an. Henrik! Immer diese komischen Typen, die immer irgendwelche Kommentare reinwerfen müssen, nicht wahr? Ja! Ja, das wollte ich dir mal schon mal sagen, danke. Komische Typen halt, ne? So, mitten im Abbau, ich weiß nicht, was das für ein ulkiges Lied ist. Ich glaube, das will ich auch gar nicht wissen. Ist auch nicht auf meinem Laptop gewesen, das will ich nur festhalten. Mein Case wird irgendwie immer voller und ich habe irgendwie immer noch nichts. Nicht alles, meine ich zumindest. Wo sind denn sind die Scheinwerfer drin? Passt. Ja, Nebel hat sich in der Zwischenzeit gelöscht. Es ist 21.22 Uhr, heißt, es geht langsam in die richtige Richtung. Allerdings ist immer noch jede Menge Kram, der gemacht werden muss. Ich muss ja erstmal meine Nebelmaschine retten. So, ein letztes Resümee, bevor ich gleich ins Bett hupfe. Es ist 20 nach 10. Normalerweise denke ich schon viel früher. Es war ein anstrengender Tag, aber dennoch ein schöner Tag. Und ich glaube, wir alle konnten was gewinnen. Danke, dass ihr euch dieses Video angeguckt habt. Da drüben könnt ihr noch so ein paar Sachen angucken. Viel Spaß dabei und bis zum nächsten Mal. Ne?